Herzlich willkommen bei einer Folge von die Koop Couch. Du bist Fabs. Und du bist Kim. Richtig. Und wir spielen heute ein neues Game. Und zwar Untitled Goose Game. Beziehungsweise in unserem Fall Untitled Geese Game. Ich kann ehrlich gesagt gar nichts drüber sagen. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen und hat sich zu einer Art... Also damals hatte das einen krassen Hype. Du hast davon nichts mitbekommen, meine ich. Doch, schon. Ich habe schon mitgekriegt, dass es das gibt, aber ich habe nicht geschnallt, was das ist, wozu das gut ist und was man da machen muss. Ja. So, ich habe dir das einmal gezeigt, du fandst es langweilig. Und jetzt im Kontext von diesem Kanal haben wir es nochmal angespielt, weil zwischenzeitlich, das gab es glaube ich damals nicht, jetzt halt ein Koop-Modus dazugekommen ist. Und da steht ja schon irgendwo unser Name drauf. Und ich habe auf Does the Dog Die geguckt, dass mit den Tieren auch nichts passiert. Weil cool. was für ein Ende wäre es, wenn es so ein Max-und-Moritz-Ende hätte, so nach dem Motto. Und wir werden gegrillt. Ja, exakt. Guck mal, wie süß ich laufe, ey. Ich bin die Rote, by the way. Das ist geil. Ich bin hier gerade noch am Trinken. So. Oh mein Gott, so, ist das niedlich. Ich. Oh, guck doch mal. Ui. Kannst du es auch in-game machen? Du dumm. Tick. Oh, guck mal, wie sie mit dem Popo wackelt, wenn sie geht. Ey, ist das süß oder was? Also, okay, man merkt, der Müll muss weggebracht werden. Okay, wir behindern uns. Okay, das ist. Okay, also. Ich merke schon, für mich ist das jetzt hier ein Puzzle-Game mit Quests, mit Störfaktor Kim. Ich so weiß gar nicht, wie hebt man was auf? Mit der A-Taste oder was? Was? Na, geh nach unten und dann die A-Taste drücken. Na! Vorsicht! Guck doch mal! Boah, ist das. Ach, guck doch mal, ist das süß oder was? Guck mal! Ich find's geil, dass der Titel anders heißt, wenn man zu zweit spielt. Das finde ich mega. Miam. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Wir brauchen miam, das später. Miam, miam. Wir brauchen miam, das miam, später miam. Noch. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Also wir haben es 2 Sekunden schon angespielt, muss man gestehen. Und dann haben wir gesagt, Kim, lass uns aufhören. Wir müssen das, bevor noch irgendwas Geiles passiert, was wir dann nicht auf Band haben. Ja, so zocken wir jetzt. Ach, so reden wir auch jetzt. It's a thing. Kim, was du erzählst, ist sehr lustig. Hör auf zu reden. Müssen wir aufnehmen. Ja. Und dann reden wir nicht mehr drüber. Komisch. Nun gut. Es gibt hier so ein Questlog. Wo denn überhaupt? Auf die Minustaste. Ah, okay. Hier beispielsweise Aufgaben. Wir sollen jetzt in den Garten gehen und den Gärtner nerven. Und geil, kann ich. Das machen wir jetzt einfach mal. Ah! Klauen die Schlüssel. Jawohl, wirf die Schlüssel in den Teich. Warte mal. Vorsicht, Vorsicht. Warte. Hör auf, der tritt mich. Kann ich jetzt abschließen? Wie geil wäre das denn? So ein Tschüss, fuck you. Wie kriege ich das denn jetzt wieder auf? Gar nicht, der muss jetzt hier durchgehen. Achso, der kann jetzt nicht mehr rein. Weil ja, toll, hey, Mann, yay! Was denn geil. Hier, nimm mal die Schlüssel, Digga. Hallo? Das war... Kannst du dagegen drücken? Nee, ich kann nicht dagegen drücken. Ja, geil. Toll, yeah. Spiel abgestürzt. Cool. Ein paar Sekunden hat's gedauert. Hier, nimm mal. Okay. Ich bin eingesperrt. So, gut. So. Renn! Ja, wie kann man rennen? Ich meinen Schlüssel in den Teich. So, so fuck you. You. Arme Asshole Goose. So, der guckt dir noch so an wie. Was willst du tun? Oh, jetzt hol er die Schaufel. Hol die Schaufel! Ich
find's geil. Der kann uns nichts tun, nicht wahr? Ich find's so geil. Wie er noch so die ganze Zeit diese, die noch so guckt, ihm so der guckt. Was willst du jetzt machen, ne? Was willst du jetzt machen? Ich nehme die Marmelade. Ich pflück die einzelne Rose. Pech. Pech. Das ist eine Tulpe. Whatever. Gesundheit. Aua. So. Oh nein, ich hab die Marmelade. Du musst damit zum Picknick kommen. Ja, aber ich kann nicht zum Picknick, wenn du da hinten bist. Okay, gut, dann komm ich mit. Karotte brauchen wir auch noch, ne? Okay, ich hab Marmelade. Ich hab eine Karotte. So. Okay, ich hab keine Aufgaben. Ich weiß nicht, was für Aufgaben ich hab. Ja, oh, ich hab eine Aufnahme gemacht. So. Zusätzlich. So, hier. Mach den Gärtner nass. Sonnenhut zu tragen. Wirf den Rechen in den Teich, mach ein Picknick und bring zum Picknick mit Apfel, Kürbis, Thermoskanne, Radio, Korb. Boah, der Kürbis ist doch voll schwer. Naja, muss sein. Ach, hier drüben ist ein Apfel. Ja, okay, I guess fuck the Apple. Ah, okay, du kommst nicht dran. Okay, weil ich hab nur gedacht, so, ich gehe jetzt mal ziemlich weit weg. So. Ich nehme das mal. So, okay. Oh mein Gott, du warst hart am See! Ist das der Korb, den man da holen muss? Nein, das ist kein Korb. Ich hab mich voll geslappt. Alter, echt? Voll. Au! Oh mein Gott, nein, ah! Komm runter, ich komm nicht weg! Oh Mann! Fabs, wenn du da oben bist, dann kann ich nicht wegrennen. Ja, ich will den Rechen holen. Jetzt muss ich einfach so mitgehen, ohne dass ich irgendwas machen kann. Hau mir aufs Maul! Oh Mann, ich komm nicht weg. Das ist ja... So, fuck you. Ja. Na gut, immerhin. Spaßt. So. Alter, ich komm jetzt... Er weiß nicht, wo ich bin. So, warte, geht's. Gib mir mal... So. So, lass mich noch den Apfel holen. Okay. Gut. Was brauchen wir? So Kürbis, right? Radio und so Korb. Warte, so Radio ist... Oh, genau da. Okay. Ich mach jetzt... Ich lenke den nochmal ab hier und mach das an. Jetzt. Oh, das ist sehr gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Cool. Ich hab das Radio. Sehr schön. Wenn du mitkommst, kann ich es auch zum Picknick bringen. Ja, der ist wie ein LKW. Der hat einen ziemlich großen Wendekreis hier. So, warte mal. Ey, du Schwein! So, oh, nee, warte. So. Hier. Okay, lenk den mal ab. Bin ja dabei. Komm her. Der soll nicht das Radio holen. Wie hast du seine Mutter genannt? Mann, Busso! Mann! Nein, lass Warum will er sein Radio? Was? Warte. Ich kann nicht dran! Du! Gärtner, du kannst mich. Du und deine. Okay. Ich hab's. Okay. Ach Mann, ey, ich bin aber auch einfach hakelig. Ja, wir müssen einfach das nächste holen. I'm trying. Wo ist denn der Kürbis? Was hast du denn den Kürbis hingetan? Wo ist der Korb? Lass mich mal den Rechen klauen. So. Voll die weirde Polonaise, die wir hier machen. So, jetzt ist er weg. Nein! Okay, gut, dass du ihn ablenkst. Ja, so bin ich. Zack. Ey, wir sind so produktiv heute. So. Bestes Live. Beste. Okay. So, okay, jetzt haben wir so Kürbis. Was brauchen wir noch? Kürbis. Und wo Korb. Der Korb ist, ich habe keine fucking Ahnung. Das muss doch einer von denen hier sein. Also da ist der Kürbis. Und wie können wir ihn dazu bringen, seinen Sonnenhut zu tragen? Wir müssen es sonnig machen. Können wir auf irgendwas draufsteigen? Nein! Ah! Du was, Fabs! Ich lenke ihn doch schon ab. Das ist nicht ablenken, das ist anschreien. Nein. Hm.
Nimm den Kürbis. Ich nehme den Kürbis. Ah, oh, okay. Ja, der soll den Sandsack da. Oder was auch immer das ist. Nein. Da ist der Korb, links neben dem... Nein, nein. den Korb links neben den... Nein. Das denn? Giltet das schon? Ja, wenn du den wieder mitnimmst, dann nicht, ne? Nee, ja. Der muss auch tatsächlich da liegen. Jetzt komm, kann ich irgendwas anderes nehmen? Na ja, seine verdammten Schlüssel, for example. Boah, ich muss mal diese Online-Benachrichtigungen abschalten, ey. So, nehm jetzt den Kürbis. So. We got the Kürbis. Nein. So, das erste Korb. Was willst du denn jetzt schon wieder, Mann? Kommst du mal bitte ein Stück hier rüber? Ach so, ja. So. Sandwich. Das, hier ist noch eins, warte. Ja, und die Decke, die hole ich dann wohl. So. Nein, oder? Da ist doch die Decke schon. Okay. So. Mann. Gut. Whatever. A good day's so. Work. Lass mich doch mal vorbei, Mann. So. Sonnenhut. Wie kriegen wir ihn dazu, den Sonnenhut zu tragen? Was waren eigentlich noch so? Bringen wir Geld dazu, zu bringen auf die Hammer Picknick? Auf den Daumen zu schlagen. Ein Hammer ist oben rechts hier, das habe ich schon gesehen. Da. Oh. Ja, nur. Das ist ein Stuhl, den kann ich aber auch nicht nehmen, ne? Ich glaube nicht, nein. Also darf ich das mal... Also wann ist denn dieses Spiel, bitte? Das müsste ich googeln. Meinst du, man kann dann da drauf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hüpfen können wir nicht. Hüpfen kann man nicht. Keine Ahnung. Hauptsache destruktiv sein, ja? Natürlich. Ich muss Dinge gießen. Das habe ich schon mal probiert. Ich glaube, das geht nicht. Geht auch nicht. So. Und nun? Bringen Gerner zu seinem Sonnenhut zu tragen und sich auf den Daumen zu schlagen. Okay. Muss man vielleicht irgendwas kaputt machen? Dass ja, erst dann, das ist repariert. Dass er es dann wieder, dass er es repariert. Da ist der Hammer! Oh! So. Ah! Akku, jetzt hat er ein Schild aufgestellt. Machen wir das Schild weg. So, jetzt wahrscheinlich quäken wir ihn einfach an, wenn er da drauf schlägt oder sowas. Meinst du mal mit dem Schild hier, Diggi? So, stell das Schild wieder auf. So. Mhm. Zu früh. Okay. Okay, ne, aber okay, stell das mal in den, wir gucken mal zu. Scheiße. Du bist zu früh. Ja, ich dachte, der holt aus. Ja, okay, dann mach du. Gut. Ah, falscher. Prima. Falscher Knopf. So. Nochmal. Das ist wie asozial. Und warten. So. Nein. Das ist schon. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, sehr gut. Egal, was dieser Mensch verdient, ist es zu wenig. Jetzt. Fuck you. Oh nein. Oh. Tut mir leid. Gar nicht. Was ist jetzt aber mit dem, mit dem Hut? Das verstehe ich immer noch nicht. Wir müssen ihm seinen Hut klauen wahrscheinlich. Ah, als er umfällt, vielleicht muss ich ihm dann seinen Hut klauen. Ah, das kann natürlich Warte sein. Warte mal, I try. So. Fuck you. So. Jetzt gehe ich mal hier hinten hin. Du bist zu früh. Lass mich lieber quäken. Ich weiß ja jetzt, welcher Knopf. Du schaffst es. So, so, jetzt fällt er um. Yep. So. Oh Gott! Oh nein, ist oh nass. Scheiße. Nein, nein, der Hut ist nass. Der ist nass? Der Hut ist nass. Ich glaube, es ist ihm egal. Wieso ist ihm das egal? Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Wir müssen den Hut einfach wahrscheinlich in den Teich werfen. Fuck you. Boah, ist der abgefuckt. Ich bin ja maximal tierlieb, muss man ja wirklich sagen. Boah, ist sagen. Der abgefuckt. Ich bin ja so tierlieb, wirklich. Es ist so ein Foreshadowing, wie du als Tier einfach wärst. Ich wäre ein Arschloch. Aber ja, das ist ja das Problem. Tiere ziehen ja leider immer den kürzeren an der Stelle. Ja. So, ich gehe jetzt mal hier hinten hin. Aber ich muss halt sagen, bei Vögeln, ey... bei Vögeln, da habe ich einfach Respekt. Also, das sind schon harte Harte Assholes. Ja, Assholes. So, Achtung, renn mit mir. Es ist von 2019. Von 2019, okay. Also, alleine schon der Fakt, dass Schwäne Arme brechen können, ist einfach so ein Punkt. Es sind keine Schwäne. Nein, ich weiß, dass es keine Schwäne sind, also. Aber ich sag ja Vögel so im Allgemeinen. Okay, ich hab keine Ahnung. Okay. Womöglich einfach in die andere, also kann man das unbrauchbar machen? Ja, also das mit dem Hut finde ich schon eine gute Idee. Das wird wohl so sein. Kann auch erst mal was anderes probieren, ey, der Arme. Einmal noch, ich möchte den Hut haben. Okay, weil... Du quäkst. So, ich habe den Hut. Ich habe den Hammer. Und ich... Warte, ich nehme jetzt einfach aus... Renn mit! Ja, ich renne ja! So, ich habe jetzt auch noch seine Schlüssel. Fuck so, dann schmeißen wir beides in den Teil. Ich hatte verdient, der Arsch. So. Zack, it's gone. So, jetzt geht er den Sonnenhut holen, glaube ich. Hoffentlich. Jetzt lass ihn doch mal... Ja, ich lass ihn ja, der tritt mich halt dauernd. Aua, ah! So, jetzt geht's zum Sonnenhut. Oh, der läuft auch so lahm. Na, komm her. Ja, super. Ja, perfekt. Wunderbar. Schon ziemlich schlampiger Gärtner, so wie es hier aussieht. So. Wunderbar. Ja, geil. Alles gemacht. Okay, so, super. Dann können wir jetzt, hinten raus. Und jetzt sein Leben ist zerstört, ja, unser Leben ist zerstört. Neuen Assi. Mega. Ach, ist das geil. Das ist ja schon... Oh, guck mal, das ist ja schon echt mega goldig. Man kann echt mit so wenig so geile Spiele machen. Absolut. Oha. Geil, guck mal, ich habe meinen Schnabel in der Flasche. So. Okay. Achso, wollen wir mal gucken, was man überhaupt machen muss.
So, zerbricht den Besen. Junge Telefonzelle einsparen. Okay, wo ist die Telefonzelle? Können wir mal die Telefonzelle suchen erstmal? Na, der hat wenigstens mal Angst vor uns, ey. Wo ist denn die Telefonzelle? Ja, wie bedrohlich wir sind. Ja, pff, ich finde Gänse sehr bedrohlich. Gott, ey, der nässt sich gleich ein. Einfach nur Mobbing. So. Ich habe eine Zahnbürste gefunden. Okay. Weirder Flex. Aber okay. Guck mal. Boah, es ist wirklich. Oh, stimmt, es gibt übrigens ein Gamescom-Update. Fabs darf jetzt endlich. Willst du das jetzt hier einfach so? Ich dachte, noch die letzten 10 Minuten oder was für ein Gamescom-Update hier raushauen. Ich finde schon, dass das in Ordnung ist. Okay, gut. Wird ja eine Weile dauern, bis wir Donkey Kong Country 2 spielen. Es gibt ein Gamescom-Update. Ich habe am Freitag sogar schon. Habe ich das erzählt, dass ich schon angerufen habe? Das, oh mein Gott, ich habe den Besen zerbrochen. Ah, fuck you. So, mir egal, ob ich es schon erzählt habe. Ich habe bei der Gamescom angerufen und hatte einen sehr genervten Herrn an der Strippe, der wahrscheinlich einfach sehr, sehr gerne diesen Job macht in diesen Tagen, weil sich einfach Hinz und Kunz einfach auf so einen Fachbesucher oder so einen Presseausweis halt einfach bewirbt. Auch wir sind Kunz. Und ich ihn halt gefragt habe, wie kann es denn sein, dass zwei Leute mit denselben Eingangsdateien, mit denselben Dokumenten eine Person genommen wird und die andere halt einfach nicht. Und dass ich halt meine Dokumente, ich wollte zumindest wissen, ey, ich habe neue Dokumente eingesendet, bin ich jetzt zumindest noch im Game? Und er so, ja, ich check das mal, gib mal deine Daten. Ja, ich sehe es, die Dokumente sind eingegangen und die werden geprüft. Das dauert halt jetzt einfach noch, weil sich halt einfach jeder hier drauf bewirbt, auch wo man sich halt fragen muss, warum eigentlich, weil doch klar ist, dass du keinen Anspruch hast. Und ich so, ja, das finde ich auch voll die Unverschämtheit. Was fällt denen ein? Was fällt denen eigentlich ein, sich hier so einen Platz zu erschnieseln? Und und er meinte dann so, ja, aber man muss mal sagen, wenn jetzt irgendwie dein technischer Support angenommen wurde, dann ist das bei dir auch nur eine Frage der Zeit. Nicht so gut, dann übe ich mich in Geduld. Aber man muss ja schon ein bisschen planen, ist ja nicht mehr so lange hin. Und tatsächlich, heute war es soweit, heute habe ich meine Bestätigung bekommen. Ich habe mein Ticket schon eingelöst, hast du hoffentlich auch schon gemacht. Musst du das einlösen? Ich habe mein Ticket schon eingelöst. Was muss man das? Du gibst einfach zero fucks, ne, auf dieses Privileg. Ist egal. Und ich habe mein Ticket schon und dementsprechend können wir jetzt tatsächlich auch planen. Und ich glaube, bei uns steht das ungefähr so fest, dass wir am Mittwoch einfach nochmal einen Tag vorbei pimmeln. Ja. So einen Tagesausflug machen, ne? Ja, soll heißen, Airbnb wird gekündigt. So. Ja, muss ja nicht sein. Und, also so ein Tagesausflug ist so ein Tagesausflug, ne? Ich meine, dadurch, dass halt auch einfach niemand dort hingeht und irgendwie schon, ne? Also weil ja keiner auf. Weil die Frage wäre auch gewesen, so, es gibt ja eigentlich jedes Mal die Electronic Arts Lounge in der Business Area, wo man dann halt Chips bekommt und irgendwie umsonst da trinken und chillen kann und so weiter und so fort. Und es ist da, also es ist noch auch das EA, ist glaube ich auch noch nicht geplant, ob die irgendwie da sind. Die haben glaube ich auch noch nicht zugesagt. Also es ist sehr, sehr weird. Vor allen Dingen. Hey, nimm mal die Karotte bitte und tu die in den Korb. Vor allen Dingen, was man ja auch nochmal sagen muss, also da ist diese Gamescom vom 23. oder vom 23. bis zum 28. irgendwas, so um den Dreh rum, Lirum Larum. Und Ubisoft ist da, beispielsweise, glaube ich. Aber die zeigen da scheinbar nichts, weil im September ja jetzt ja wohl auch wieder so eine Conference angekündigt wurde, wo sie den geilen Scheiß zeigen, wo ich mir denke, offensichtlich ist das denen so egal, ob das jetzt die Gamescom ist oder nicht, dass sie da nicht mal irgendwelche Sachen ankündigen oder sowas. Also das scheint ja wohl... Nein, ja, den haben wir repariert. Einen Stellenwert zu geben, wie wichtig der Branche halt einfach diese Messe ist. Nämlich gar nicht. Ich komme gerade nicht mehr vorüber. Nein, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben und dass wir uns das dann mal da angucken, ne? Ja, auf jeden Fall.
Nimm der Alten mal den Besen ab, ey. Ey, yo. Klopp. Mega, wie wir das Side-Move machen. So, schau. So. Dein Besen. So, fuck you, bitch. So, jetzt bauen wir hier Obst. Ich denke mal, das ist eine Orange. Also haben wir jetzt bei der haben wir jetzt neue Goals, ne? Die Konserve muss da noch rein. Jetzt hat die meinen Korb umgeschmissen. Geht's noch? So. Dankeschön. Oh, du nervst mich, Tante. So, wie soll man der denn auf den Sack gehen, wenn die sich ständig wehrt? Nimm ihn weg! Alter, was für ein Höllentag. Ey, die schmeißt es aber auch einfach raus aus unserem Korb. Zum Korb. Darf ich nochmal kurz gucken, was die Aufgaben gerade sind? Mach. Der Klassiker halt einfach. Okay. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das wird für mich eine komplett neue Erfahrung. Und ich laufe dann da rum und es ist alles ganz aufregend und man trifft aufregende Leute. Ich freue mich drauf. Würdest du dort gerne jemanden treffen? Kennst du Leute so aus der Branche oder irgendwie sowas oder so YouTuber oder sowas? Ich kenne niemanden, ich kenne nicht mal mich selber. Also ich bin wirklich schlecht. Also ich bin da katastrophal drin. Aber einfach mal, also ich meine, wir wissen ja beide, wie es ablaufen wird. Wir werden da durchladen und wir sagen, oh, guck mal, da ist XY nicht so. Wer? Und dann wirst du es mir erklären und dann werde ich sagen, ach krass. Weil ich einfach, nicht weil ich so erhaben bin, sondern einfach weil ich wirklich, sowas geht an mir so vorbei. Ich kenne einfach niemanden. Verdammt nochmal, die dumme Nuss. Was muss denn da jetzt noch rein? Hä, guck doch. Das Klopapier mache ich gerade rein, die Haarbürste. Was ist denn da? Nur noch Reinigungsmittel. Wo finde ich denn Reinigungsmetall? Irgendwo hier drüben? Hier. Das da. Sage ich jetzt, ist Reinigungsmittel. Oh, ja, okay. Okay, alles klar. So, tritt im Fernsehen auf, bringe jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. What? Wahrscheinlich jemand, der schon hier eingekauft hat. Aber natürlich, das Flugzeug muss hier hingelegt werden. Oh, das wäre krass. Auf jeden Fall gibt es hier auch eine Brille, die ich mal klaue. Weil wir müssen ja gucken, dass er eine falsche Brille nimmt. Dick, 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 dick. Nein! Nein, das ist... Ich brauche doch die Brille. Kann man die Schnürsenkel aufmachen? Ja. Ich hab sie jetzt aufgemacht. Oh, diese dumme Alte, ey. Oh, ich habe ihm die Brille geklaut. So. Scheiße. Ach so, das war seine Brille? Das war seine Brille. Ach, ich dachte, ja. Das war eine andere. So, ich habe ihm die Brille wieder geklaut. So, ich leg jetzt dieses Flugzeug hier hin. So, ich hol schnell die andere Brille. Die? Ja, okay. Und ich gebe sie ihm. Geh mir auf den Keks. Hast du sie verloren? Ja. Oh, die piekt dich. Ja. Wo ist denn die Brille jetzt? Die ist hier neben der Tante. Gespannt. Bist du Stress oder voll gespannt, was? Alter. Ja, zur Not holen wir nochmal eine andere. Oder gehen wir einfach mal unter den Tisch gehen wir durch. Mal rundum. Genau. Okay, ich hab sie. Ah. Okay. 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 So, falsche Brille. Sehr gut. Gut, was brauchen wir jetzt noch? In die Telefonzelle.
Achso, wo ist denn hier eine Telefonzelle eigentlich? Ja, die suchen wir einfach mal. Komm, wir laufen mal ein bisschen rum. So, er sucht jetzt sein Dings und er kauft jetzt gleich noch mal sein. Ah, hier ist der Fernseher. Ja. Oder wir heben uns die Telefonzelle für die nächste Folge auf. Vielleicht. Okay, alles klar. Das ist super lustig auf jeden Fall. Das macht Spaß. Also das hier, das ist noch gute Unterhaltung. Cool. Ja, also während wir hier jetzt noch ein bisschen rumeiern, hoffentlich hat es euch gefallen. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, das ist bekannt. Naja, ich meine, etwas ein bisschen anderer Content als das, was wir so bisher gespielt haben. Nee, wieso? Ich glaube, safe steht da unser Name drauf. Findest du? Ey, ganz ehrlich, wenn die Leute dieses Thumbnail sehen von Untitled Geese Game, die werden sich denken, war eine Frage der Zeit. War eine Frage der Zeit. Okay, ja, dann wäre ja schön. Also lasst auch gerne mal einen Kommentar da. Gefällt euch der Content? Ist das so, wie ihr euch das vorstellen würdet? Oder eher weniger? Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Meinung. Habt auf jeden Fall noch... Generell einfach Feedback ist einfach grundsätzlich auch mal eine ganz nette Sache. Weil ja, total, total. Freuen wir uns immer drüber. Vor allem auch über Likes und Kommentare. Und die abonnierte Glocke. Ja, abonniert die Glocke. So sieht sie nicht aus. So, bevor wir den Jungen jetzt hier einsperren in die Telefonzelle, die wir jetzt noch suchen müssen, machen wir hier mal einen Cut. Ja. Tschüssi. Macht's gut.